Nothing this morning blows the quarterly results top view. Das Börsen-Update aus dem Miniatur-Wunderland Hamburg. Ja, Wunder gab es in dieser Woche an den Börsen keine. Der deutsche Aktienmarkt mächtig unter Druck, der DAX so niedrig wie zuletzt 2014. Und wichtige Marken sind in Gefahr. Die Märkte werden zurzeit zerrieben vom schwankenden Ölpreis und ernüchternden Konjunkturdaten. Vor allem von hier, den USA. Der US-Arbeitsmarkt scheint an Fahrt zu verlieren. Und die Angst vor einer schleppenden Wirtschaft und einer neuen Krise wird größer. Und China? Da läuft es eh nicht so. Und was machen die Chinesen jetzt, die Exportmeister? Sie finden den Binnenmarkt sexy. Reformen werden kommen, aber zweistelliges Wachstum wird es so schnell nicht wieder geben. Baustelle auch gerade in Italien. Dort nimmt die EZB die Bankenbranche unter die Lupe. Was das für ihr Geld bedeutet, darüber müssen wir reden. Mit Chris-Oliver Schickentanz, Leiter der Investmentstrategie bei der Commerzbank. Italien ist hier im Wunderland noch eine Baustelle, eigentlich wie im wahren Leben. Ja, die Miniatur Wunderland hat da tatsächlich den richtigen Riecher bewiesen. Italien ist eine Baustelle, auf der jahrelang eigentlich nicht gearbeitet wurde. Aber die Regierung fängt jetzt langsam an, mit dem Arbeiten wieder zu beginnen. Ein Reformchen nach dem anderen wird aneinandergereiht. Das ist noch nicht der große Wurf, den wir uns erhoffen, aber es sind immerhin Schritte in die richtige Richtung. In den USA ernüchternde Konjunkturdaten. Ist das ein schlechtes Vorzeichen für die Weltwirtschaft? Nein, die US-amerikanische Wirtschaft ist an sich in einer guten Verfassung. Man sieht es insbesondere am Arbeitsmarkt, der sich mittlerweile der Vollbeschäftigung angenähert hat. Das einzige Problem, das die US-Wirtschaft hat, sie ist mittlerweile extrem wetterfühlig geworden. Das heißt, wenn es schneit, wenn es stürmt, dann ist der US-amerikanische Konsument nicht mehr in Spendierlaune. Das wird das erste Quartal nochmal belasten, aber wir werden das im zweiten und dritten Quartal entsprechend aufholen. Die Aktienmärkte weltweit im Sinkflug. Ist das auch eine Chance für Anleger jetzt? Ja, ich glaube, man sollte jetzt nicht versuchen, den Tiefpunkt auszuloten. Das schaffen nur Lügner und Angeber, sondern man sollte den Blick auf die nächsten 12 bis 18 Monate richten. Und da spricht vieles dafür, dass wir deutlich höher stehen als heute. Dankeschön an Sie und danke für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche.